Hi Leute, grüßt euch. Ich habe ein neues Gimbal. Das ist das Smooth XS von der Firma Ziyun. Ein chinesisches Produkt, glaube ich zumindest. Und das werden wir heute mal unboxen und ausprobieren. Und wenn ihr euch das ansehen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Hi, grüß dich. Ja, wie schon gesagt, ich unboxe heute mal mein neues Gimbal. Ich hatte ja vorher immer dieses Gimbal hier von Rollei. Damit bin ich eigentlich nie so richtig zufrieden gewesen, weil irgendwie hat das, es war sehr aufwendig, das Ganze erstmal in Betrieb zu nehmen. Und ich hatte schon überlegt, mir das neue von DJI zu kaufen. Die machen ja Werbung damit, die klatschen das da dran, bäpp, das Handy, und dann funktioniert das sofort. Und das ist hier immer so ein Riesenakt, bis das mal vernünftig austariert ist und so. Und das hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Habe ich, glaube ich, 2-3 Mal benutzt oder so und hat Heidengeld gekostet. Naja, vielleicht kann es ja später noch irgendeiner gebrauchen. Jetzt ist die Firma hier, die dieses Teil herstellt, auf mich zugekommen, hat gesagt, hier, willst du das nicht mal testen? Kannst ja mal benutzen und mal ausprobieren. Habe ich gesagt, klar, trifft sich gut. Machen wir das doch mal. Ich packe das jetzt erstmal aus. Ich muss zugeben, ich hatte das gerade schon mal kurz auf. Aber das wollte ich euch zumindest mal zeigen. Das sieht so richtig cool aus. Machen wir mal raus. Hier auf der Karte steht im Prinzip, dass man sich ganz dringend erst diese App runterladen muss. Da sage ich gleich noch einen Ton dazu. Und sich da drin registrieren muss. Ne? Kann ich gleich noch einen Ton zu sagen. Habe ich schon gemacht auf meinem Handy. Da gibt es die App schon. Öffne ich jetzt einfach mal. Ne? Kann man hier jetzt hier... Was steht jetzt hier? Standort? Nee, ich möchte jetzt nicht auf meinen Standort zugreifen. Habe ich schon mal runtergeladen und dann, das ist der einzige Nachteil, was mir bis jetzt hier aufgefallen ist, dass man sich da irgendwie in dieser App wieder registrieren muss. Muss man ja heute irgendwie überall. Alles, was man kauft, da ist irgendeine App dabei und da muss man sich dann registrieren. Wer weiß, wofür es gut ist. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, was in dem Paket drin ist, zunächst einmal das Gimbal. Das heißt ja auch XS, also sehr, sehr klein. Schaut mal hier. Im Vergleich, also schon ein Unterschied, ne? So, das zeige ich euch gleich. Dann ist dabei, finde ich total super, ein Dreibein. Und jetzt passt mal auf. Ich habe hier für das Rollei Gimbal ein Dreibein dabei gehabt. Das ist das, hat die Größe. Also dieses Riesengimbal kommt auf dieses kleine Dreibein. Funktioniert nicht, ne? Kann man nicht sagen. Das ist aber schon eine ganz andere Nummer hier. Das ist ganz andere Größenordnung. Ne? Was ich bei diesen drei Beinen cool finde, die haben alle diese Standardaufnahme hier, diese Standardmutter. Genau wie zum Beispiel auch hier mein Dolly. Da kann man dann eben auch irgendeine andere Kamera mal eben hier drauf schrauben. Funktioniert. Ne? Finde ich super. So kann man sein Equipment miteinander kombinieren. So. Das ist das. Und jetzt zeige ich euch mal, achso, da ist natürlich noch ein Ladekabel dabei. Das Ganze funktioniert mit USB-C. Der Akku ist aber ungefähr 3/4 voll gewesen, als das Teil hier geliefert wurde. Ich musste das also bis jetzt noch nicht aufladen. Und eine Handschlaufe ist auch dabei. Wo kann man die eigentlich festmachen? Ach, da unten. Die kann man jetzt hier festmachen. Handschlaufe ist manchmal ganz praktisch, ne? Dann fällt einem das nicht auf den Boden, wenn es runterfällt. So, und jetzt kann man das Gimbal drehen, so, ja, kann dieses Teil, das ist so ein Slider, nach oben sliden, bis es einrastet, dann auch elektrische Kontakte dran. Ich habe erst gedacht, man könnte das hier wirklich so motorisiert raufen, das wäre natürlich noch cooler gewesen, rauf und runter fahren. Aber ihr werdet gleich sehen, es hat so auch ein paar ganz coole Features. So, und jetzt kann ich ja mal mein Handy hier oben ein... Also hier oben ist ein Symbol, wie man das Teil hier drehen kann. So ist quasi geschlossen und so ist geöffnet. So, jetzt ist das geöffnet. Jetzt nehmen wir einfach mal das Handy und packen das mal hier rein. Das ist ein ganz einfacher Spannverschluss. Mein Handy ist ein bisschen dick, weil da ist ja so eine Hülle drumherum. Das war auch ein riesen Nachteil bei diesem Gimbal. Das hat nie funktioniert, wenn die Hülle um mein Handy drumherum war. Also wer von euch ein iPhone hat, benutzt ihr doch bestimmt alle auch irgendeine Hülle drumherum, oder nicht? Also ich hatte mein iPhone noch nie ohne Hülle, weil da wäre ich ja, ist ja lebensmüde. Hier ist es ein bisschen,
Naja, es passt nicht so ganz um die Hülle. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel auch nicht austariert. Komm, machen wir es mal ein bisschen. Wir gönnen dem Gimbal mal ein bisschen Entspannung. Ich mache es jetzt mal so einigermaßen austariert. Ihr seht aber, es ist nicht ganz in Waage. Also wie gesagt, diese Spannhalterung passt halt nicht ganz so toll, wenn die Hülle drumherum ist. Man müsste es jetzt eigentlich fairerweise nochmal ohne Hülle probieren, aber dann bin ich wieder bei meinem alten Gimbal, das will ich auch nicht. So geht's ja, so hält's und ist auch... Und jetzt schalten wir den Gimbal mal ein. Hier an der Seite ist ein Knopf, den muss man einfach lange drücken. Jetzt ist es an und schon. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vielleicht ist es doch etwas zu unaustariert. Ne, ist noch nicht an. Ah, okay. Ich muss das natürlich hier nach vorne drehen. Ah, und es funktioniert schon. Also, es ist jetzt an, ja. Und ich kann jetzt das Handy, seht ihr das, in alle Richtungen drehen und es hält das Handy absolut stabil. Auf dem Bildschirm sieht man jetzt im Moment noch nichts, außer hier so ein bisschen Werbung von der App. So ein paar Bildchen hier braucht man aber gar nicht. Ich kann jetzt irgendwie in der App sagen, okay, starte mal das Bild. Ja, verbunden bin ich ja schon. Brauche ich nicht nochmal. So, und irgendwann geht das in der App dann, glaube ich, auf diesen Fotomodus. Und habe dann jetzt hier die Möglichkeit, das Handy so... Ne? In alle möglichen Positionen. Das ist schon mal cool. Jetzt kann man das natürlich hier auf das Dreibein. Habe ich zuerst gedacht, das Dreibein ist ja ganz schön lang. Kann man ja sozusagen so wie so ein Selfie-Stick benutzen. Ist ja gar nicht so verkehrt, funktioniert nämlich auch. Und dann habe ich was entdeckt, was ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Plan hatte, dass das auch funktioniert. Und jetzt schaut mal. Ich muss schon wieder lachen. Da ist ein kompletter Selfie-Stick dran an dem Gimbal. Ist das nicht ein Knaller? Ich finde das total super. Hier ist natürlich ein Scharnier, ne? Da kann man das so schön... Ich bin begeistert. Und was das Ding auch kann, das muss ich euch noch mal eben zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier hinkriege. Es ist extrem, extrem toll. Ihr seht ja das Handy jetzt hier auf dem Bild. Jetzt kann ich mal hier auf einen Knopf klicken. Das ist die sogenannte Gestenerkennung. Und jetzt pass auf. Jetzt stelle ich mich hier hin. Ja, mach einmal so. Bin auch doof. Entschuldigung. Das dreht sich ja nur in die eine Richtung. Also ich muss jetzt quasi, muss ich die Kamera doch nochmal wechseln. Muss das quasi so machen. Ja. Und jetzt kann ich so machen. Und jetzt verfolgt mich das Teil. Kann man das sehen? Verfolgt mich der Sucher von diesem Gimbal, hat mich die ganze Zeit im Blick und filmt mich. Und dann mache ich wieder so, glaube ich. Geht das dann aus? Ich bin davon... Das ist doch voll cool, oder? Irgendwann verliert er mich und dann hört er auch auf. Machen wir mal hier Stopp. Zack. Also ich habe mich jetzt noch nicht hundertprozentig damit befasst. Ich habe das seit gerade erst bekommen. Aber ich bin jetzt schon... total begeistert davon. Ich muss mir natürlich mal irgendwo angucken. Es gibt das Benutzerhandbuch, gibt es nur online. Da muss ich mir mal diese Gesten angucken und ich muss mich mal mit dieser App beschäftigen. Da kann man jetzt noch hier mit Effekten arbeiten und da gibt es noch so, es gibt zum Beispiel Foto-Video-Modus, es gibt einen Panorama-Modus, Slow-Motion, es gibt einen Timelapse-Modus, es gibt einen Hyperlapse-Modus. Ja, ist doch genial, oder? Also ich finde es super, die App sieht ziemlich komplex aus. Bin schon total gespannt, was man damit noch alles machen kann. Ich wollte euch das Gimbal erstmal vorstellen. Es wird demnächst ein Video von mir geben, wo ich mal mein komplettes Video- und Blogging-Gear euch vorstelle. Da hat sich also in letzter Zeit so einiges getan. Gibt ein paar Punkte dabei, wo ich mir sicher bin, dass das nicht jeder von euch schon kennt. Vielleicht solche Geschichten hier oder meine neue...
360-Grad-Kamera. Es hat sich auch was in meinem Workflow getan. Ich sag mal so, an meinem Laptop befindet sich jetzt eine Grafikkarte, die so ein Klopper ist. Eine externe Grafikkarte. Es ist alles faszinierend, was da heutzutage alles geht. Habe ich mich viel mit beschäftigt. Werdet ihr in einer meiner nächsten Videos mit Sicherheit sehen, wenn ihr den Kanal abonniert, sowieso. Wenn euch dieses Video was gebracht hat, ich verlinke euch auf jeden Fall dieses Gimbal mal unter dem Video. Ja. Und gibt es für einen relativ schmalen Taler, zumindest ist es günstiger als alles, was so im Moment ansonsten so zu haben ist in der Qualität. Ne? Es gibt das natürlich auch für große Kameras, so wie der, mit der ich gerade filme. Da kosten die aber dann wirklich 3, 4, 5, 600 Euro aufwärts. Naja, wie gesagt, wenn euch das Video was gebracht hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne einen Kommentar unten drunter. Benutzt die Links unter meinem Video. Ich bin übrigens auch bei Instagram zu finden. Ne? Auch der Selbermacher-Blog könnt ihr ja mal nachschauen. Und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Dennis.